dieser Wand gelebt von meiner kaprischen Fassung und unser Jena. Ja? Und wir wandern letztendlich oben auf dem Gipfel auf 7.000 Meter. Riesenerfolg für Alexander Pintoni. Hier sieht man eure Denker aus Amerika. Wie früher im Wettbewerbssport, aber umso mehr kann ich sie genießen. Wir Spaß haben, gehe hauptsächlich ausschließlich nur noch zum Hike and Fly, also zu Fuß den Berg hoch und dann die Natur zu genießen und dann den anschließenden Flug. Und ist die Thermik sehr, sehr nah am Hang, teilweise zu nah zwischen den Bäumen, wo wir mit dem Gleitschirm gar nicht hinkommen. Und dann kann man nur hangnah wieder versuchen hochzukratzen. Es gibt eine Ausnahme, wenn irgendwie unterhalb noch mal ein kleines Dreieck ist, dann kann wieder eine Thermik entstehen, die auch hangnah ausreicht, um mit dem Gleitschirm aufzukommen. Aber ich achte darauf, dass ich im Luft umdrehe und nicht im Lee. Wenn man im Lee umdreht, dann ist hier verstärktes Sinken und Dünnen einfach auch noch. Dann extrem kann das so weit sein, dass man da an die Thermik anstößt. Gar nicht rein.